Ist doch egal wo. Nee, nee. Wir brauchen einen schönen Platz. Und weichen Boden. Damit man besser graben kann. Überall Wurzeln. Außerdem viel zu düster hier. Ist doch scheißegal, die kann sowieso nichts mehr sehen. Unter der Erde schon gar nicht. Mir ist es scheißegal, wo ich begraben werde. Da kann es aber Ihnen auch egal sein. Nee, Josef. Bei uns in Trumhusen haben wir zwei Friedhöfe. Einen schönen Aalen direkt hinter der Kirche. Wir sprechen immer im Schatten der Kathedrale. Als der voll war, da haben sie vom Dorf einen neuen gemacht. Auf dem Maisfeld von Engelmorswalder. Mit Kapelle und allem. Aber da will keiner liegen. Im Schatten der Kathedrale. Mann, Fritz, wir müssen die Tante auch schleppen. Und es ist ja nicht nur Sabrina. Die anderen Leichen müssen wir jetzt auch verbuddeln. Von mir aus können wir sie auch verbrennen. Was machen Sie dann da? Ist was passiert? Gehen Sie weg, bitte. Können wir Ihnen helfen? Gehen Sie weg. Komm, Fritz. Das ist hier nicht die richtige Stelle. Komm. Los. Jedenfalls werde ich nicht mein Leben riskieren für eine Horde panischer Idioten. Hey, was soll denn das? Sie haben schon eine Kokosnuss von mir gekriegt. Die ist für Svenja. Was haben Sie noch mit dir? Die Kleine hat viel Arbeit mit dem Boot. Danke. Wissen Sie, Svenja muss bei Kräften bleiben. Hä? Sie segeln doch raus, oder? Allerdings. Aber bis dahin gibt's noch allerhand zu tun. Ach, wenn Sie Clara sehen, dann sagen Sie doch bitte, dass ich am Strand bin, ja? Tahiti. Hier sind wir abgestürzt. Genau hier. Aber warum und alles in der Welt haben Sie den Kurs geändert? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wollten Sie dem Unwetter ausweichen. Und sind genau reingeraten. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, warum uns bis jetzt noch kein Schwein gefunden hat. Entschuldigung, aber das wussten wir schon vorher. Mir geht es um die Blackbox. In diesem Bereich ist der Pazifik bis zu 10.000 Meter tief. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Blackbox zu tief liegt. In dem Fall können Ihre Signale nicht mehr empfangen werden. Wie weit sind wir Ihrer Meinung nach von der Weihnachtsinsel entfernt? Grob geschätzt 1.000 bis 1.500 Seemeilen. Das wird schwierig. Ach, das ist Wahnsinn. Es gibt noch eine Möglichkeit. Wie? Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Transport von Hilfsgütern überwacht. L.A. Sydney. Die Route ist stark befahren. Und wie weit ist es bis dahin? 500 Seemeilen. Perfekt. Dann kann es morgen früh losgehen. Packen wir es an. Wie viel sind denn 500 Seemeilen? Mal 1,85. 925 Kilometer. Je schneller wir hier mit der zweiten Stufe fertig sind, desto eher können wir ernten. Hast du den Mähdrescher schon bestellt? Hä? Wir brauchen keinen Mähdrescher. Wir haben einen Fritz. Der ist ökonomisch im Verbrauch und leicht zu warten. Stimmt doch, Fritz, oder? Alles mit der Hand. Yes, liebe die Handarbeit. So ein schwerer Stein für so eine zarte Hand. Ja, ich gehe Leon auch lieber bei den Pflanzen helfen. Wie ich ihn beneide. Ja, immer noch besser als Steine schleppen. Du ruhst dich heute mal aus, okay? Nichts da. Ohne Architekten läuft dir alles aus dem Ruder. Aber sie ist nicht fit. Magenprobleme. Die Scheißerei? Josef, die Dame hat nicht die Scheißerei. Die Dame ist unpässlich. Ha! Du isst jetzt die Mango. Vor meinen Augen. Hier und jetzt. Eigentlich wollte ich sie malen. Ist doch viel zu schade zum Essen. Ja, ja, ja. Schnaps wolltest du brennen. Was spulst du dich so auf? Lass ihn doch. Damit wir nicht zu beißen haben und der besoffen in seiner Höhle liegt, was? Was glaubst du, warum wir die Terrassenbeete bauen? Hm? Bestimmt nicht für die Bundesgartenschau. Ganz genau. Jetzt lass ihm doch seinen Spaß.
Spaß, 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 wenn ich das schon höre. Asozial ist das. Auf dieser verdammten Insel wird keine einzige Frucht mehr vergoren, bis wir genügend zu essen haben. Du schluckst doch auch ganz gern mal einen Bulle. Oder wovon sind ja sonst die Haare ausgefallen? Jetzt isst doch bitte diese dämliche Mango, dann ist hier wieder Ruhe. Hm? Aber hier steht doch aus. Du hast gehört, was wir beschlossen haben. Wir, das ist gut. Bist du etwa dagegen? Ich? Wie war noch mal die Frage? Ich stelle fest, Einstimmigkeit. Zuwiderhandlungen werden ab sofort hart bestraft. Die Mango. Blöder Bulle, als nächstes führt ein Sexverbot ein. Das riecht nicht schlecht. Sieht ja aus wie unser Schwein. Welches Schwein? Oder Liguan. Wie kannst du so viele Fische fangen und bei uns beißt keiner ab? Da musst du die Fische fragen. Den Mann hat Anglerglück. Wollt ihr nicht wenigstens probieren? Ich könnte so ein Ganzes mit Haut und Gräten. Du willst also einen ganzen Fisch? Bingo. Her damit. Aufspießen tue ich den selber. Das sind meine Fische. Meine Fische, deine Fische. Okay. Was willst du? Früchte? Kriegst du. Komm, Früchte. Also spuck's aus, Banker. Was willst du für den Scheißfisch? Eine Sonnenbrille? Volltreffer. Schieb dir deine Fische in den Arsch, Wichser. Was hat es hier zu erwarten? Na, du Sklaventreiber. Hauch mich mal an. Du warst bei Tresco. Und wenn? Weißt, was der Bulle gesagt hat? Der kann mich mal. Musstest du mit Tresco? Dann weiß schon. Oder hat dir das Zeug umsonst gegeben? Musst du schon dafür bezahlen. Mit Obst. Und wie schmeckt der Sprit? Bisschen nach Gummi, aber sonst gar nicht schlecht. Wir beide können ja auch mal einen zusammen trinken. Wenn du was organisierst. Ach ja? Oder zwei. Oder drei. Ja. Das Obst? Ja. Was soll ich damit? Ich bin kein Vegetarier. Hey Mann, sollst ja auch nicht fressen. Mach mir Wein. Ich habe gehört, es gibt Fisch. Die hat der Banker in seinem Tresor eingeschlossen, da kommt keiner ran. Oh, Scheiße. Wo ich gerade so einen Appetit auf was Gegrilltes habe. Hey, Tresco. Ein, zwei Gläschen. Hm? Für einen guten Zweck. Guten Zweck. Tut mir leid. Kein Fisch, kein Sprit, kein Tete-Tete. Petri, ei. Ach, lass stecken, brauche ich nicht. Hey! Ich zieh gleich so ein Äusche raus, da sind deine Fische kleine Miniaturen. Na, da bin ich aber gespannt. Abwarten. Hast du Simon gesehen? Ist gerade Richtung Friedhof.
Geil, was? Auf die Liebe. Und auf den Schnaps. Ich liebe die Südsee. Krampf im Zeh. Oh, das haben wir gleich. Oh, au. Andere Seite. Oh. Schon besser? Mm-mm. Immer noch nicht? Sowas kann manchmal Stunden dauern. Meine Sonnenbrille. Was soll das? Her damit, du Vollidiot! Was ist denn hier los? Der Kerl hat meine Sonnenbrille geklaut. Getauscht habe ich sie. Gegen einen dicken Fisch. Der Fisch war scheiße. Das ist eine ganz reguläre Reklamation. Ja, aber die Fische sind für alle da. Genauso wie das Wasser und das Obst. Ich finde, Claudia hat recht. Die Nahrungsmittel auf der Insel gehören uns allen. Du kannst nicht aber die Fische bunkern und deine Tauschgeschäfte machen? Was recht ist, muss recht bleiben. Eben. Also gib meine Sonnenbrille wieder zurück. Hör mal zu, ich hab dich nicht zu diesem Tausch gezwungen, ja? Also behalte ich die Brille. Hilf lieber mit. Ich will doch nur nicht, dass die ganze Arbeit umsonst ist. Gießen, Mädels, gießen. Unsere Pflanzen brauchen Wasser. Was machen wir denn, wenn die ganze Ernte vertrocknet? Dann haben wir ein Problem. Wisst ihr was? Wir bauen eine Wasserleitung. Damit hätten wir einige Probleme gelöst. Würde das denn gehen? Ja, warum nicht?